Diese kleinen braunen Samen wirken sehr unscheinbar, aber sie sind richtige Kraftpakete. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt an. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Michelle Dietz. Ich bin vegane Ernährungsberaterin, Molekularbiologin und Ausbilderin bei Ekonomie. Wir wollen uns jetzt mit essentiellen Fettsäuren beschäftigen. Die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren werden als essentiell betitelt, weil wir sie als Menschen mit der Nahrung aufnehmen müssen. Wir können sie in unserem Körper nicht selbst herstellen. Interessanterweise sind die Omega-6-Fettsäuren dominant vertreten in verschiedenen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Nüssen. Hier ist also bei ausreichender Fettzufuhr meistens kein Problem bei der Versorgung zu sehen. Die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren sollten wir uns ein bisschen genauer anschauen und auch ein bisschen genauer planen, wenn wir gut versorgt sein wollen, was auch für die vegane Ernährung gilt. Die Empfehlungen, die wir uns heute anschauen wollen, die gelten vor allem für Erwachsene. In Schwangerschaft, Stillzeit, Wachstum können die Empfehlungen abweichen. Aber warum sind denn jetzt diese essentiellen Fettsäuren so wichtig für unseren Körper? An erster Stelle sind sie Bausteine. Sie werden zum Beispiel in unseren Zellmembranen eingesetzt. Besonders viele davon werden in Nervenzellen und im Gehirn eingebaut. Deswegen spielen auch diese essentiellen Fettsäuren so eine große Rolle in der Wachstumsphase, wenn es um die Entwicklung der Netzhaut und des Gehirns geht. Omega-6-Fettsäuren wirken ganz vereinfacht gesagt proinflammatorisch. Das bedeutet, sie fördern Entzündungsreaktionen. Wir nehmen sie als Arachidonsäure aus tierischen Produkten direkt auf. Die Arachidonsäure kann aber auch aus Linolsäure hergestellt werden. Die stammt dann aus pflanzlichen Quellen und wird dann in unserem Körper umgewandelt. Die Omega-3-Fettsäure EPA, das steht für Eicosapentaensäure, wirkt dem entgegen, da sie nämlich entzündungshemmend wirkt. Das zeigt sich vor allem an den positiven Auswirkungen für unser Herz-Kreislauf-System, was dann als kardioprotektive Wirkung bezeichnet wird. Die Vorstufe für EPA ist Alpha-Linolensäure. EPA direkt finden wir aber auch in Algen und dadurch auch in Meeresfischen. Jetzt stellt sich die Frage, wie viel brauchen wir eigentlich von diesen wichtigen essentiellen Fettsäuren? Die DGE empfiehlt, gemessen an den Gesamtkalorien, eine tägliche Zufuhr von 2,5% Linolsäure und 0,5% Alpha-Linolensäure. Dadurch ergibt sich ein Verhältnis von 5 zu 1 der beiden Fettsäuren. Wir sollten dieses Verhältnis auch am besten nicht überschreiten, damit wir von den positiven Auswirkungen profitieren können. Die Umwandlungsrate von Alpha-Linolensäure zu EPA beträgt ca. 5%. Trotzdem reicht es tatsächlich täglich, einen Esslöffel frisch geschrotete Leinsamen zu sich zu nehmen, um dadurch seinen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren abzudecken. Wenn ihr wissen wollt, welche Lebensmittel neben den Leinsamen dafür geeignet sind, Omega-3-Fettsäuren zuzuführen, dann werft doch mal einen Blick auf den Blog. Dort findet ihr eine ganz ausführliche Tabelle mit verschiedenen Lebensmitteln und da drin sind auch die Verhältnisse der Omega-3- und 6-Fettsäuren aufgezeichnet. Diesen ganzen Blogartikel könnt ihr euch sogar ausdrucken. Wir haben jetzt gesehen, dass Omega-3-Fettsäuren wirklich eine große Rolle spielen. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass ein Mangel entscheidende Auswirkungen hat. So wird zum Beispiel das Risiko erhöht für kardiovaskuläre Erkrankungen, rheumatische und auch neurologische Erkrankungen. Dazu zählen unter anderem auch Alzheimer und Depressionen. Studien weisen darauf hin, dass Veganer bezüglich der Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren ungefähr auf dem Niveau von Vegetariern und Mischköstlern sich befinden. Letztere nehmen auch direkt noch EPA bzw. DHA, also die Docosahexaensäure, zu sich durch den Verzehr von Fisch. Wir finden jedoch, dass der Verzehr von Fisch keine einwandfreie Methode ist, um den Bedarf an Omega-3-Fettsäuren zu decken. Das liegt erstens daran, dass wir es ethisch nicht die beste Variante finden und zweitens auch an der sogenannten Bioakkumulation. Das bedeutet, dass der Fisch sich am Ende der Nahrungskette befindet und dadurch oftmals mit Schwermetallen belastet ist. Außerdem kommt es bei Fischen, genauso wie bei anderen Tieren aus der Massentierhaltung, oftmals dazu, dass sich im Körper Medikamentenrückstände befinden, wie zum Beispiel Antibiotika-Rückstände. Trotzdem ist es sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass man in Studien festgestellt hat, dass Veganer meistens ein ungünstiges Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Deswegen ist es so wichtig, auf die Fettquellen zu achten, die man zu sich nimmt. Es gibt zum einen die vollwertigen Fette, zum Beispiel in Form von Nüssen, Samen, Avocados und Kokos, aber auch die Öle. Und da kommt es wirklich darauf an, dass man die auswählt, die ein günstiges Verhältnis der essentiellen Fettsäuren aufweisen. Wie gesagt, schaut einfach mal auf den Blog, dort findet ihr eine ganz ausführliche Tabelle mit den wichtigsten Werten. Hier sind jetzt nochmal ein paar wichtige Punkte in der Zusammenfassung.
Omega-3-Fettsäuren sind besonders wichtig für unsere Nervenzellen. Wenn wir gut mit Omega-3-Fettsäuren versorgt sind, können wir unser Krankheitsrisiko reduzieren. Das bezieht sich vor allem auf kardiovaskuläre Erkrankungen, neurologische sowie rheumatische Erkrankungen. Um dieses präventive Potenzial voll ausschöpfen zu können, gilt es, auf das richtige Verhältnis der Fettsäuren zu achten. Hier wird ein maximales Verhältnis von 5:1 der Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren empfohlen. Ein sehr gesundes und auch kostengünstiges Lebensmittel zur Deckung des Omega-3-Fettsäurenbedarfs sind Leinsamen. Jetzt seid ihr gefragt, welche Omega-3-fettsäurenreichen pflanzlichen Produkte verwendet ihr denn gerne? Also ich mache total gerne die Leinsamen morgens in mein Smoothie rein. Wenn ihr mehr zum Thema Omega-3-Fettsäuren erfahren wollt, könnt ihr sehr gerne einen Blick auf den Blog werfen. Dort findet ihr auch den Podcast. Den Link zum beiden packe ich euch in die Infobox unter diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich freue mich dann, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, ciao, ciao!